Hallöchen und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, um mit unseren Gefährten zu sprechen. Ob uns jemand helfen kann, diesen Yagrandu zu finden, den anderen Drachen, und ihn an seinen Sosmir zu erinnern. Das werden wir jetzt tun. Und dann hoffentlich wird das alles gut reibungslos verlaufen. Ach, wir haben jetzt... jetzt haben wir auch Rüstung. Wo haben die denn die jetzt her? Ich glaube immer noch, dass wir fragen sollten, bevor wir sie anlegen. Aber sie steht euch so gut. Okay. Seht, was wir gefunden haben, Wanderin. Saji muss schon sagen, die Drachengarde hat auf jeden Fall Stil. Auch wenn dieser entschieden hat, ein paar Änderungen vorzunehmen. Nun, wie sieht unser nächster Schritt aus? Welches Ass hat unser Drachenfreund im schuppigen Ärmel? Es gibt noch einen Drachen, der uns helfen könnte, aber wir wissen nicht, wo wir ihn finden. Ein verschwundener Drache? Dann werdet ihr in den Tempel von Kenartis Odem gehen müssen. Die Priester dort können allerlei Dinge finden, wenn ihr für ein gutes Ziel kämpft. Dieser ist sicher, sie hätte nichts dagegen, der edlen Drachengarde zu helfen, ein großes Übel zu bekämpfen. Ja, und wo ist der Tempel von Kenartis Odem? Südlich von Schwarzhöhn, dem Dorf von Sajis Kindheit. Folgt einfach dem Läuten der Glocken, ja? Ihr könnt es kaum verfehlen. Okay. Saji wird euch dort treffen? Ja, natürlich. Dieser ist schließlich euer örtlicher Fachkater. Ja, natürlich. Er hatte nur einfach nicht erwartet, dass ihn seine erste Mission für die Drachengarde zurück nach Schwarzhöhn führen würde. Er war nicht mehr dort seit er fortgegangen ist. Erzählt mir mehr über den Tempel von Kenartis Odem. Kenarti ist die Göttin des Windes. Sie führt die Khajiit und sorgt dafür, dass unsere Schiffe sichere Häfen erreichen und unsere Seele die Sande hinter den Sternen. Dank Kenartis Macht können die Priester uns zu dem führen, wonach wir suchen. Wie werden sie uns führen? Es hat irgendwas mit den Glocken zu tun, glaubt Saji. Er hat das Ritual natürlich noch nie gesehen. Es wird nur in Zeiten höchster Not durchgeführt. Zum Beispiel, wenn die tapfere Drachengarde einen Drachen finden muss, ja? Erzählt mir mehr über die Schwarzhöhen. Das einzig Bemerkenswerte an Schwarzhöhen ist, wie wenig bemerkenswert es ist. Mhm. Dort passiert wirklich nie etwas. Die Dorfbewohner bemalen die Mauer des Lebens und die Priester beten zu Kenarti, um Führung zu erhalten. Es ist alles sehr eintönig. Die Mauer des Lebens? Ein großes Wandgemälde. Jeder Einheimische fügt ihm etwas hinzu, ehe er stirbt, und bewahrt so seine Geschichte für kommende Generationen. Saji erinnert sich noch daran, sie als Jakajit angestarrt zu haben. Die Geschichten der Ahnen von diesem brachten Saji zum Nachdenken. Das sollte es schon gewesen sein. Was meint ihr? Händler, Weber, Fischer und Bauer. Es gab keine Geschichten über Helden, keine ruhmreichen Taten oder Abenteuer. Saji sah im Wandgemälde nur ein Leben, das zu langweilig war, um es auch nur in Erwägung zu ziehen. Also ist dieser weggelaufen und hat nie zurückgeschaut. Okay, dann... Und ich komme mit euch. Okay. Ach, und der hat jetzt auch immer irgendwelche Aufgaben für uns. Moment, da muss ich kurz gucken. Drachengarde, falls ihr es leid seid, Drachen-Odem im Nacken zu haben, hätte ich da etwas mit einer etwas kleineren Chance dabei, den Tod zu finden. Wofür braucht ihr mich? Mir ist etwas über irgendwelche Pläne des neuen Mondes in der Scharn zugetragen worden. Einer ihrer Kuriere hat einen fiesen Clan von Orks in den Bergen südwestlich von Narsis besucht. Gerüchteweise sollte er noch in der Gegend sein. Holt diesen Kurier ein und findet heraus, was für eine Abmachung er ausgehandelt hat. Und falls er nicht reden will? Dann tötet ihn. Eigentlich solltet ihr ihn sowieso töten. Ein Kultist weniger, der uns Ärger macht. Nehmt alle Botschaften, die ihr findet, und bringt sie mir. Aber seid diskret dabei. Die Orks von Malaks Schlund sind uns nicht freundlich gesonnen. Umso weniger,
falls Sie jetzt für den neuen Mond arbeiten. Ich kümmere mich drum. Ihr steht immer noch hier. Wartet ihr darauf, dass ich wegtreten oder sowas sage? Irgendwie so? Wegtreten, Rekrutin. Tschüss. Tagesquest angenommen. Diese Quests können nur einmal alle 24 Stunden abgeschlossen werden. Okay. Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Okay, ich muss jetzt so oder so hier hin. Huch. Nach Senschal reisen. So, ich habe jetzt ganz kurz den Ladebildschirm übersprungen. Und dann treffen wir jetzt Sashi bei Schwarzhöhen. Ich kann mal gucken, wo das ist. Ach, dann können wir eigentlich... Können wir eigentlich jetzt nicht so's Versteck besuchen. Können wir da einfach hier lang? Hoffe es zumindest, ne, dass ich jetzt sterbe hier oder dass hier keinen Weg drüben gibt. Das wäre sehr schade. Kann ich hier hoch? Oben. Die sind voll süß und klein. Moment. Krä-krä-krä. So, jetzt bin ich hier draußen, ne? Ja. Oh, hier ist... Warte. Ist noch eine Quest. Komme ich da jetzt dran? Okay, dann gehen wir die nächste Mal. Wir sind bestimmt nochmal hier. Wieder hinterher rennt. Ach so, wir wollen ja... Moment. Wollen ja eigentlich... Oh nein, man kann immer unendlich rennen mit den Reittieren. Wie komme ich denn jetzt rüber? Hier war noch eine Sehenswürdigkeit, die hätte ich mir auch noch angucken können. Pelzschmiedebucht. Kann man ja zumindest mal markieren auf der Karte. Oh, Entschuldigung. War ein komisches Geräusch.
kann ich jetzt dann einfach... Moment. Ah, okay, das geht nicht. Moment, wie benutze... Kann ich dann jetzt diese Schmiedestelle benutzen? So. Und dann kommt die direkt nach Hause. Okay, das wollte ich jetzt nur mal testen. Was war das? Ich finde es halt auch einfach cool, dass dann jetzt eine Schmiedestelle und so zu Hause steht. Beziehungsweise, dass ich es halt zu Hause hinstellen kann, ne? Machen wir das irgendwann mal. So. Oh Gott, ist mich was runtergefallen. Jetzt sind wir eh hier in der Nähe, dann können wir das doch direkt machen. Drache. Haben wir doch gerade gekämpft. Ach, ich habe doch eh alles voll. Was? Hatten wir schon so einen? So, was haben wir hier? Quest. Hä, hier direkt? Ach, da oben. Ja, jetzt haben wir halt das wieder, ne? Hier Quest suchen, dies, das, jenes. Das ist gerade so ein bisschen, jo. Wenn ich jetzt hier runterspringe und dann ist hier nichts, ne?
wäre jetzt Hammer gewesen. Dann wäre ich sauer. Viele Fäden. Gerissene Amafi will Priester sein mit so schwarzem Herz, bleibt auf ewig erklein. Okay, ich möchte jetzt kein Gedicht vorlesen eigentlich. Was ist das hier? Geschichte von Meister Zuyarin? Tagebuch. Der Mittelsmann, den ich angeheuert habe, hat Palladi endlich gefunden und sie mit ein paar Gläsern Alkohol zum Reden gebracht. Ihre Trunkenheit war schon immer das, worauf man sich bei ihr am besten verlassen konnte. Information half mir, eine Liste der Aufenthaltsorte meiner Teilhabe abzuschließen. Sobald dieser Husten abgeklungen ist, hefte ich mich an ihre Spur. Irgend so eine Alchemistin wollte mir weismachen, es wäre die Krippe, aber sie ist eine noch größere Diebin als nicht so. Ich muss nur mal wieder richtig ausschlafen und dabei habe ich dann auch genug Zeit, von dem Haufen Gold zu träumen, den mir dieser blöde Wandteppich einbringen wird. So, findet nicht so's Wandteppichfetzen. Ach, der liegt jetzt dann da, ist er das? Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Das ist der doch dann, oder? Tut mir irgendwie gerade mega leid. Okay, dann haben wir das jetzt gemacht. Und das bringe ich dann zurück. Und dann habe ich bestimmt wieder eine Liste, die ich dann abarbeiten muss, oder? Ja. So, töte die Kurierin. Wo ist das mit der Kurierin? Weiß ich gerade nicht. Hi. Ach nö, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Geht's hier hoch? Phew, ich habe schon gedacht, ich komme hier nicht mal hoch. Ich muss ja noch gucken, wie lange ich jetzt aufnehme, weil das ist jetzt so die 5. Folge am Stück. Und dann mache ich erstmal auch eine kleine Pause. Oh, was ist denn hier das alles? Helfer! Ist ja mega viel los hier. Oh, hier ist noch eine Quest. Ich bin hier, Mutter. Was wollt ihr von mir? Oh, entschuldigt, ich hätte euch da fast übersehen. Kann ich euch helfen? Halt, wo sind meine Manieren? Katina Garana, Tochter von Konsulin Honoria. Ehemalige Konsulin, sollte ich sagen. Sie ist vor kurzem verstorben. Ich fasele vor mich hin, entschuldigt. Mein Kopf, es ist nur, ich schlafe nicht sehr gut. Ihr seid offenkundig völlig erschöpft. Geht es euch gut? Ganz ehrlich? Nein, ganz und gar nicht. Ich werde von beunruhigenden Träumen heimgesucht. Jede Nacht, seitdem meine Mutter gestorben ist, kehrt mein Verstand an diesen Ort zurück. Ich sehe einen Mann, der hastig einen Brief schreibt. Ich halte ihm die Halskette meiner Mutter hin. Sein Blick wendet sich mir zu. Und dann wache ich auf. Dieser Ort sieht gefährlich aus. Habt ihr vor, hineinzugehen? Ich weiß es nicht. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass meine Mutter noch etwas in der Zitadelle zu erledigen hat. Etwas, was mit ihrer Halskette und diesem Mann zu tun hat. Vielleicht könntet ihr die Halskette für mich hineinbringen. Sie ist der Schlüssel zu diesem Rätsel. Das weiß ich. Wohlan, denn gebt mir die Halskette. Ich helfe euch, dieses Geheimnis zu lüften. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich für eure Unterstützung bin. Eine Frau in meiner Position kann es sich nicht leisten, bei Staatsempfängen einzunicken. Und meine Mutter, sie sollte in Frieden in Aetherius ruhen können und nicht aus dem Jenseits um Hilfe rufen müssen. Was wisst ihr über diesen Ort? Es ist eine kaiserliche Kriegsschule, die Topal-Legionärsakademie. Oder zumindest war sie das. Jetzt nennen sie die Einheimischen die aufgegebene Zitadelle. Einige der größten Taktiker des Kaiserreichs lernten und lehrten dort. Darunter auch meine Mutter. Was ist hier geschehen? Die Grippe. Die Knahaten-Grippe hielt diese Region über Jahre hinweg in einem eisernen Griff und tötete Tausende von Khajiit. Laut meiner Mutter verriegelte der Kommandant die Tore der Akademie und ließ niemanden mehr hinaus oder hinein. Doch hohe Mauern halten Soldaten draußen. Aber keine Seuchen. Dann sind die Legionäre also der Grippe zum Opfer gefallen? Ganz ehrlich, keiner weiß es.
Die Tore wurden nie wieder geöffnet und Mutter weigerte sich, über diese Angelegenheit zu sprechen. Doch eines kann ich euch sagen. Irgendjemand oder irgendetwas streift immer noch durch diese Hallen. Die Leute sagen, man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Stöhnen und Heulen hören. Untote, fürchte ich. Erzählt mir mehr über diese Träume. Sind sie immer gleich? An den Anfang kann ich mich nie erinnern, aber sie enden immer gleich. Ich stehe vor der Zitadelle, genauso wie wir es jetzt tun. Plötzlich bin ich drin. Ich gehe einen klammen Gang hinunter, der sich zu einer größeren Kammer öffnet. Dann entdecke ich ihn an seinem Schreibtisch. Den Mann. Könnt ihr ihn beschreiben? Müde? Auf jeden Fall von Sorgen geplagt. Als würde er insgeheim etwas bereuen, was an ihm zehrt. Ich nähere mich, um ihn mir besser ansehen zu können. Seine Hand stockt in der Bewegung. Ohne darüber nachzudenken, halte ich ihm die Halskette meiner Mutter entgegen. Um ihn dazu zu drängen, sie zu nehmen, vermute ich. Doch das tut er nicht. Nein, er sieht unvermittelt zu mir auf. Aus müden, geröteten Augen, die meinen tatsächlich sehr ähneln. Wir starren einander einen Moment lang an und dann erwache ich in kalten Schweiß gebadet. Ich weiß, das klingt einfältig, aber da ist ein Kummer, den ich nicht einmal ansatzweise beschreiben kann. Ihr hattet Staatsempfänge erwähnt. Seid ihr eine Art Diplomatin? Das bin ich. Ich wollte wohl in die Fußstapfen meiner Mutter treten, schätze ich. Oder es zumindest versuchen. Wie ich schon sagte, sie diente vor ihrem Dahinscheiden als Konsulin. Sie kümmerte sich um die Sorgen kaiserlicher Bürger und brach Brot mit den kaschitischen Ratsmitgliedern von Senschal. Wenn eure Mutter eine Diplomatin war, warum sollte sie euch dann zu einer Militärsakademie locken? Ob ihr es glaubt oder nicht, sie begann ihre Karriere als Legionärin. Sie hat sogar eine Zeit lang hier unterrichtet. Ich glaube, sie ist im Alter einfach milder geworden. Ehrlich gesagt hat meine Mutter kaum von ihrer Zeit hier geredet. Ich gewann stets den Eindruck, dass sie diesen Teil ihrer Vergangenheit ruhen lassen wollte. Hat sie je etwas über diese Halskette gesagt, über ihre Bedeutung? Nur ganz am Ende. In ihren letzten Lebenstagen war sie kaum noch bei sich. In einem ihrer letzten wachen Momente drückte sie mir die Halskette in die Hand und flüsterte: Vergebt. Ich dachte, sie würde mich um Vergebung bitten. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Betrete die aufgegebene Zitadelle. Was ist denn hier unten? Okay, abgekürzt. Oh, ein Gewölbe. Einst als Topal-Legionärsakademie. Bekannt brachte dieses erhabene Bauwerk einige der größten Kommandeure des akavirischen Potentats hervor. Nun gibt es kaum noch mehr als Geistergeschichten darin zu berichten. Interessant. War das? Ein Huhn? Ich erinnere mich an diese Halle. Einst stolz, nun verfallen. Alles meinet. Bitte helft mir, das richtig zu stellen. Such die Bibliothek auf. Ein Brief von meinem Geliebten ruht auf einem Schreibpult. Meine Einstimmung begann dort. Finde den Brief, lese den Brief. Hallo? An den ehrenwerten Kommandanten Aquila Peltrasius. 16. Morgenröte, 2. Ära, 562. Werter Sir, ich bedauere euch mitteilen zu müssen, dass ich das Schutzritual, das wir letzten Tiers besprochen haben, verschieben oder andernfalls überarbeiten müssen. Muss. Dass wir verschieben muss. Achso, nee, sorry, ich habe mich jetzt wieder verlesen. Eine wesentliche beteiligte Partei, die Kampfmagierin Honoria Karana, ist letzte Nacht desertiert. Wäre sie einfach so gegangen, hätte ich einen Magier mit vergleichbaren Fertigkeiten finden können, um das Ritual ohne sie abzuschließen. Doch sie hat das Hauptreagenz mitgenommen, was uns
in eine ernste Notlage bringt. Ich beantrage hiermit also die Einberufung eines Tribunals, das diesen Verrat untersucht und eine angemessene Strafe für Garana ersinnt, sollte sie gefunden werden. Ich lege meine Hand auf den Diamanten und schwöre euch, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um das Ritual durchzuführen, trotz widriger Umstände. Es wäre nachlässig, würde ich meine zuvor geäußerte Mahnung nicht bekräftigen. Bestimmte Aspekte dieses Zaubers bewegen sich an der Schwelle zu nekromantischen Praktiken. Magie, die Einfluss auf die Seele nimmt oder sie anderweitig verändert, trägt immer Risiken. Doch die Gefahr der Knarathen-Infektion stellt, wie bereits diskutiert, nach meiner Einschätzung eine sehr viel größere Gefahr für Schüler und Lehrkörper der Akademie dar. Das Ritual ohne Garanas Reagenz durchzuführen, stellt ein höheres Fehlschlagrisiko dar. Doch wir müssen handeln, damit das Schicksal von Centurio Vitulasius nicht auch andere Bewohner der Akademie ereilt. Mögen die Acht dieses Unterfangen und unser geliebtes Kaiserreich segnen. Euer Diener, Kampfmagier Jano Idil. Wer seid ihr? Geist. Was macht ihr hier? Seid ihr gekommen, um das zu plündern, was noch von unserer Akademie übrig ist? Es spielt kaum eine Rolle, welche Demütigungen ihr auch diesem Ort angedeihen lasst. Sie werden doch ob des Fluchs verblassen, den ich auf diese Hallen gelegt habe. Wer seid ihr? Habt ihr diesen Brief geschrieben? Ich bin Jano Inveel, kaiserlicher Kampfmagier und Lehrer für Zauberweberei. Und ja, ich habe diesen Brief geschrieben. Worum geht es hier? Nach 20 Jahren Gefangenschaft werde ich kein eitles Geschwätz dulden. Drückt euch klar aus oder verschwindet. Katina Garana schickt mich. Ihre Mutter Honoria gab ihr diese Halskette. Erkennt ihr sie wieder? Garana? Bei den Acht? Ja, ich erkenne sowohl den Namen als auch das Medaillon wieder. Dieses Schmuckstück sollte als Fokus für einen Seelenbandzauber dienen. Dies sollte uns vor der Grippe schützen. Doch dann ging Honoria und nahm die Halskette mit. Ihr erwähntet einen Fluch. Könnte dieses Medaillon ihn irgendwie brechen? Ich zögere zwar darauf zu hoffen, aber ja. Ja, vielleicht könnte es das. Nachdem Honoria mit dem Medaillon fortging, versuchte ich, neue Fokusse zu erschaffen. Totems, die aus jenen Gegenständen gemacht waren, welche Honoria am meisten schätzte. Alle drei Versuche scheiterten. Und das Ergebnis? Nun, seht euch um. Wie kann ich helfen? Dieses Medaillon sollte euch zu den anderen Totems führen, die an denselben Zauber gebunden sind. Ihr müsst diese korrumpierten Totems zerstören. Sie binden unsere Seelen an das gescheiterte Bannritual. Kehrt mit dem Medaillon zu mir zurück, sobald sie vernichtet sind. Dann kann ich wiederherstellen, was zerschlagen wurde. Erzählt mir von diesem Schutzzauber. Ihr werdet schlecht von mir denken, weil ich es verwendet habe. Das Ritual bindet Seelen. Im Grunde wie bei einem Seelenstein. Im Gegensatz zu einem Seelenstein bindet es jedoch auch Fleisch. Solange der Fokus des Rituals unversehrt bleibt, gilt dies auch für die Körper und Seelen jener, die von dem Zauber berührt werden. Was ist schiefgelaufen? Zauber, die sich auf die Seele auswirken, bergen immer Gefahren. Meine große Liebe, meine Partnerin Honoria, schien sich sicher, dass das Medaillon als mächtiger Fokus dienen würde. Ich hatte es ihr geschenkt, wisst ihr? Davor hat es meine Mutter gehört. Und davor deren Mutter und so weiter. Was ist so besonders an diesem Medaillon? Es verfügt über eine emotionale Wirkmächtigkeit. Das Schutzritual braucht starke Bande. Bande zwischen Personen. Unsere Zuneigung zueinander und unsere gemeinsame Beziehung zu dem Medaillon machten es zum perfekten Fokus. Doch dann ging sie fort. Also habt ihr versucht, einen anderen Fokus zu finden? Ja, ein Totem von vergleichbarem Wert. Ich versuchte, Gegenstände zu verwenden, die ihr lieb und teuer waren. Dinge, die sie zurückgelassen hatte. Doch keiner dieser Gegenstände besaß so viel Gewicht wie das Medaillon. Die Bande erwiesen sich als zu schwach. Jedes Mal, wenn ich das Ritual durchführte, wurde der Fluch stärker. Er verwandelte die anderen Legionäre in Untote? Nicht sofort. Einer nach dem anderen fielen sie der Grippe zum Opfer. Der Spruch stellte sich als zu schwach heraus, um ihr Fleisch zu schützen. Und dabei doch als zu stark, um es vergehen zu lassen. Nun blieben also ihre Seelen und ihre Leichname zurück. Beide gepeinigt.
Was glaubt ihr, warum Honoria fortging? Sie hatte sicherlich ihre Zweifel. Die hatten wir alle. Doch anscheinend verlor sie an einem gewissen Punkt völlig ihren Glauben an das Ritual. Ich war außer mir vor Zorn. Anfangs. Ich verlangte sogar, dass man sie wegen des Vorwurfs der Fahnenflucht verhaftet. Oder ich hätte es getan, wenn ich diesen Brief denn abgeschickt hätte. Honorias Tochter durchleidet heftige Träume von euch, wie ihr diesen Brief schreibt. Das ist keine große Überraschung. Diese Nacht war die längste und qualvollste meines Lebens. Ich habe den Brief allerdings nie abgeschickt. Ich brachte es nicht übers Herz. Wie vernichte ich diese Totems? Des Bannrituals wegen sind sie auf herkömmlichem Weg kaum zu zerschlagen. Doch die Gegenwart des Medaillons wird den Zauber instabil machen. Haltet die Halskette in die Nähe des Totems. Und letzteres sollte sich in arkanen Rauch auflösen. Sollte? Wir reden hier von Zauberweberei und nicht von Mathematik. Ein Sollte ist schon das Beste, was ein Kampfmagier an Gewissheiten zu bieten hat. Okay, dann muss ich damit zufrieden sein. Huch, hallo, ich hänge fest. Yano wollte diese Leute unbedingt retten und ich ließ ihn im Stich. Ich ließ sie alle. Yano weiß nicht, warum ich ging. Warum ich das schützen musste, was wichtiger war als ich selbst. Hätte ich es ihm doch nur gesagt. Tja, es war vielleicht dann doch ein bisschen zu spät. Aber das klingt für mich gerade wieder nach einer sehr interessanten Nebenquest. Alles wieder Untote, ja. So, Moment, wo bin ich denn jetzt hingelaufen? War sogar richtig. Okay, alles gut. Jetzt muss ich wieder. Geld schadet nicht. Hier sind voll viele Bücherregale. Hä? Was war das? Hey, ich habe was gesehen. Hallo. Hä? Oh no, wieso jetzt direkt wieder Ladebildschirm? Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur... Okay. Was ist hier? Oh, was ist das? Tagebuch. Ich
Ich weiß, wie viel Wert ihr immer auf eure Privatsphäre legte, Tonoria. Vielleicht reicht das. Eure Sorgen, eure Freuden, eure geheimen Wünsche. Heute wurde ein weiterer Legionär krank. Das muss reichen. Mein Tagebuch war nicht genug. Wenn er es nur gelesen hätte, hätte er gewusst, warum ich gegangen bin. Das eine Mal hätte ich mir gewünscht, dass Janu mir nachspioniert hätte. Ich mag nachspionieren auch nicht. So, was haben wir jetzt hier oben? Große Lesungshalle. Müssen wir alles lesen? So. Ach. Hallo? Hallo, Mr. Bossy. Okay, nun gut. Nein, das war nicht klar. Gut, jetzt haben wir auch den Bossi hier erledigt. Erforscherin der aufgegebenen Zitadelle. Gerade gab es hier also nur einen. Okay. Dann gehen wir jetzt noch hoch und zerstören dieses Totem. Ich dachte jetzt, sagt der wäre ein bisschen. Also, das sah am Anfang ein bisschen stärker aus. Aber irgendwie weiß man das sowieso nie, ne? Manchmal denkt man so: Ach ja, easy, mach ich doch. Und dann, jo, ist man direkt tot. Weil er dich angeguckt hat oder so. Kinderspielzeug. Oh, eine Schildkröte! Honoria und ihre verdammten Spielzeuge. Hattet ihr das schon als Kind in der Hand? Ich muss das versuchen. Seid verdammt, dass ihr fortgeht, Honoria. Seid verdammt! Ich nähte diese Puppe mit eigenen Händen. Sie war ein Geschenk für unser Kind. Für Janus Kind. Er ahnte nicht einmal, dass ich seine Tochter unter dem Herzen trug. Zu viel zu tun. Immer zu viel zu tun. Das Ritual. Die Seelenbindung. Ich konnte das Leben unseres Kindes bei einem solchen Zauber nicht riskieren. Also ging ich. Verdammt sei meine Feigheit. Ich ging, ohne mich zu verabschieden. Doch jetzt können wir alles richtigstellen. Okay. Jetzt noch eins. Und dann mal gucken, was bei rauskommt. Oh, ein schöner Schmetterling. So, jetzt gleich mal gucken, wo wir hin müssen. Die Folge wird jetzt, glaube ich, heute ein bisschen länger. Hm.
Hier leuchtet's. Leuchtet lila. Honorias Schwert. Ich schaffe das immer noch. Mit oder ohne Honoria. Ich brauche nur die Objekte, die ihr wichtig waren. Sie polierte alle 14 Tage dieses Schwert. Das sollte gehen. Es muss. Er hat so hart gearbeitet, doch er vergaß etwas Entscheidendes. Das, was uns verbunden hat. Uns beide. Ihr Götter. Es tut mir so leid, Jano. Ah, ich habe mir gerade irgendwie was eingeklemmt. So, jetzt müssen wir hier hin. Wenn ich hier so in so Dingern unterwegs bin, muss ich mal an den Anfang von Oblivion denken, wo man so kurzzeitig erstmal im Dingens war. Da waren wir gerade. Da will ich jetzt nicht nochmal hin. So, wo ist der Gute? Habt ihr noch Fragen, bevor wir das machen? Nein. Den Acht sei Dank, dass ihr zurück seid. Habt ihr alle drei Totems zerstört? Ich bete, dass ihr es geschafft habt. Ich spüre schon, wie sich die Bindungszauber lösen. Wenn wir die Magie auf dem Medaillon bannen, sollten unsere Seelen endlich Frieden finden. Ja, ich habe alle Totems zerstört. Wir heben den Zauber wie heben wir den Zauber auf, der auf dem Medaillon liegt? Lass das Medaillon in die Flamme fallen. Mein Halt hier im Mundus ist bestenfalls schwach. Doch es gelang mir, dieses Feuer heraufzubeschwören, während ihr weg wart. Es sollte sämtliche arkanen Energien ausbrennen, die noch an dem Amulett haften. Sobald sich diese Magie auflöst, wartet Aetherius auf mich. Auch ein gewisser Anteil von Honoria bleibt an diesem Amulett gebunden. Wird sie auch verbrennen, wenn man das verbrennt? Sie weiß, was das Aufheben des Fluchs erfordert. Was auch immer geschieht, ich vertraue darauf, dass sie dafür gewappnet ist. Übergebt das Amulett der Flamme, meine Freundin. Bitte! Katina wählt ihre Verbündeten mit Bedacht. Das ist mein kluges Mädchen. Endlich können unsere Geister ruhen. Endlich. Was wird jetzt geschehen? Jetzt? Ich versuche, mich mit dem Mann auszusöhnen, den ich verraten habe. Ich werde versuchen, noch ein letztes Mal Kontakt mit Katina aufzunehmen, bevor wir nach Aetherius davontreiben. Doch falls mir das nicht gelingen sollte, richtet ihr aus, dass ich sie liebe. Über alles.
Es tut mir leid, ihr so viel Pein beschert zu haben. Was sollte ich ihr über Jano sagen? Hallo? Sagt ihr die Wahrheit. Ihr Vater wollte ungeachtet der Gefahren alle retten. Ich wollte nur ihre Sicherheit. Jano und ich haben beide Fehler gemacht. Wir waren stolz und stur, feige und verletzend. Doch jetzt können wir die Dinge richtigstellen. Wir können Frieden finden. Wenn wir den Fluch gebrochen haben, warum sind dann all diese Untoten noch hier? Fleisch erweist sich stets als träge und stur. Diese Leichen werden womöglich noch eine Weile länger durch diese Hallen wandeln. Doch ich versichere euch, dass ihre Seelen frei von dem Fluch sind und bald ihren Weg nach Aetherius finden werden. In Ordnung. Es tut mir leid, dass ich gegangen bin, als ihr mich brauchtet, mein Herz. Es war feige. Doch es gibt etwas, was ich euch sagen muss. Den Grund, warum ich geflohen bin. Was für mögliche Gründe hättet ihr haben können? Wir hätten diese Leute retten können, Honoria. Warum? Warum habt ihr mich verlassen? Kommt mit mir, Jano. Lasst es mich euch zeigen, ehe wir dahin schwinden. Schwupps sind sie weg. So. Oh, und ab heute ist wieder das Hexenfest. Das heißt, ich bin später sowieso noch ein bisschen am Questen und so. Aber erstmal Päuschen. Na los! Warum so langer Ladebildschirm jetzt, Manu? Dankeschön. So, jetzt reden wir noch mit Katina. Den Acht sei Dank. Ihr seid zurück. Was habt ihr herausgefunden? Hat meine Mutter Frieden gefunden? Ja, eure Mutter fand Erleichterung. Die Träume sollten aufhören. Sie bat mich, euch auszurichten, dass sie euch liebt. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Um unser beider Willen. Habt ihr die Ursache ihrer Not herausgefunden? Was hat sie umgetrieben? Ein Mann namens Jano Inwell brauchte die Hilfe eurer Mutter beim Wirken eines Zaubers. Sie ging fort und der Zauberer scheiterte. Der Zauber. Und dieser Zauber wurde zu einem Fluch. Jenem Fluch, unter dem diese Akademie seit 20 Jahren leidet. Natürlich. Doch ich verstehe das nicht. Warum sollte Mutter diesen Mann in der Stunde seiner Not verlassen? Die Frau, die ich kannte, hätte niemals einen Freund im Stich gelassen. Sie fürchtete sich vor dem, was der Zauber euch hätte antun können. Ihr ruhte zu dieser Zeit in ihrem Schoß. Jano war euer Vater. Mein Vater? Aber wie? Ich werde etwas Zeit brauchen, um das alles zu verarbeiten. Ich fasse es nicht, dass sie all die Jahre über diese Last erduldete. Jedenfalls danke ich euch, dass ihr ihr geholfen habt. Ich hoffe, die beiden finden einen Weg, sich in Aetherius auszusöhnen. Sie und mein Vater. Freut mich, dass ich zu Diensten sein konnte. Oh mein Gott. Ich sollte wirklich versuchen, etwas Schlaf zu bekommen. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich das schaffen soll, bei allem, was vorgefallen ist. Geheimnisse aus der Vergangenheit meiner Mutter, ein Vater, den ich nie kennengelernt habe. Das ist viel auf einmal. Jedenfalls tausend Dank für all eure Mühen. Mögen die Acht euch segnen. Gerne. Natürlich habe ich wieder keinen Platz. Ach komm, das Ding weg. Ich kann spüren. Ich sollte wirklich... Honoria, wer ist das? Es ist eure Tochter, Jan. Katina, deshalb bin ich gegangen. Das Ritual stellte ein zu großes Risiko für ein ungeborenes Kind dar. Ich habe versucht, es euch zu sagen, so viele Male, doch ihr wart so beschäftigt. Ich war feige. Katina. Oh, hallo, Mr. Drache. Ich hatte ja keine Ahnung. Sie hat eure Augen, Honoria. Und eure Sturheit, mein Herz.
Daher wusste ich, dass sie einen Weg finden würde, uns zu helfen. Ich hätte es euch sagen sollen. Es tut mir so leid. Habt Dank. Habt vielen Dank, dass ihr mir das gezeigt habt. Ich wünschte nur, ich hätte mehr Zeit. Ja. So, und damit endet jetzt die Folge. Die ist jetzt lang genug. Ich würde einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.